Hallo, meine Freunde. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und ich habe eine gute Nachricht für euch, für mich, für uns alle. Und zwar, es hieß ja erst, das mit dem Update, was morgen rauskommt für Jurassic World Evolution, nur halt dieser Cinematic Mode kommt. Aber jetzt ist auch noch ein Dinosaurier-Paket angekündigt und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Dinosaurier-Paket. Aber ich würde sagen, schaut selbst. New fossil material ready for extraction. Extracting species profile. Proceratosaurus, the most ancient fossil relative of the Tyrannosaurus Rex. This dinosaur was discovered from a single incomplete skull found in England, Europe. Extracting species profile. Acrocanthosaurus, meaning high-spined lizard. This large dinosaur slumped its head downward to maintain balance due to the shape of its inner ear. Extracting species profile. Herrerasaurus, one of the oldest and most primitive meat-eating dinosaurs. It had a long, narrow skull and lots of serrated teeth for tearing into the flesh of its prey. Das Ganze ist natürlich jetzt noch nicht verfügbar, das kommt morgen raus mit dem Update. Und in dem PlayStation Store gibt es das Ganze schon einzusehen. Bei Steam habe ich es jetzt noch nicht gefunden, aber ich habe es auch bei dem PlayStation Store zum Beispiel nur auf Englisch gefunden. Aber ich würde sagen, wir schauen mal einmal ganz kurz rein. Das Ganze soll $8,25 kosten. 7,31 € waren es, glaube ich, umgerechnet. Wird wahrscheinlich so 7,50 € oder so kosten, gehe ich mal von aus. Vielleicht auch ein bisschen mehr, wer weiß. Und schauen mal eben in die Beschreibung. Da haben wir einmal den Herrerasaurus. Mega, mega cool. Habt ihr ja auch gerade alles im Spezies-Profil gesehen. Den Acrocanthosaurus. Den kennt man ja schon von Jurassic World Operation Genesis. Sehr, sehr cooler Dinosaurier. Und den Proceratosaurus. Ich muss sagen, den habe ich vorher noch nie gehört. Aber der sah sehr, sehr cool aus. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese drei neuen Fleischfresser. Ich bin jetzt wirklich sehr positiv überrascht und freue mich morgen auf das Update. Ich war ja erstmal nach der News, dass es nur dieser Cinematic Mode ist, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Aber jetzt freue ich mich schon darauf. Es ist zwar nicht das, was ich mir erhofft habe, aber ich hoffe mal, das, was ich mir erhofft habe, kommt dann im Sommer. Also ich gehe stark davon aus, dass die Tyranitools im Sommer kommen. Wenn nicht, bin ich mega enttäuscht und ich hoffe es wirklich. Aber ich würde sagen, morgen schauen wir uns dann gemeinsam die neuen Dinosaurier an. Ich bin richtig hyped. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Dinosaurier-Paket haltet. Und das soll's von mir gewesen sein. Habt noch einen angenehmen Abend und eine gute Nacht wünsche ich euch. Haut rein, euer Dandy.